Ja, guten Morgen, Freunde. Heute mal an einem Sonntag. Ich glaube, 3 Wochen habe ich keinen Film gemacht. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Worum soll es heute gehen? Also, ihr seht schon, Tisch ist voll. Es geht um einige Aufträge. Es geht um Helme. Dieses Mal nochmal wieder das Thema Bandbrillen in allen möglichen Varianten. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ja, da ist er auch wieder. So sieht's aus. Also, das soll ein Thema heute sein. Und zwar Bandbrillen, Masken oder was auch immer. Viele von euch kommen inzwischen bei mir rein und fragen nach sowas auch. Also die volle Maske fürs Gesicht, richtig so ein bisschen böse, so wie man es gerne haben möchte. Entweder ganz dunkel oder dann eben auch verspiegelt. Alles ist da machbar. Wo haben wir sie hier? Das heißt, die Masken oder die Bandbrillen sind dahinter austauschbar. Das heißt dann so mit dem Spiegel oder wie auch immer. Und worauf solltet ihr dabei achten? Ich nehme das mal weg, damit man mich auch wieder sieht. So, dann machen wir das hier Ganze mal eben auf. Und so viele unterschiedliche Helme hat, dann weiß man immer erst gar nicht, wie welcher Helm geht. Das ist wieder zack. So, den nehmen wir mal ab. Ja, warum das Thema Bandbrille? Inzwischen sind viele von euch immer wieder hier bei mir und fragen auch nach der Bandbrille. Das heißt also mit Stärke oder ohne Stärke, das ist immer so die Frage. Und da muss ich ganz klar sagen, eine Bandbrille mit Stärke ist relativ schwer. Also ich habe schon einige gemacht, das würde ich auch ganz klar sagen. Hält hier alles gar nicht, der Tisch ist viel zu voll, aber ist egal, wir legen das hier mal hin. Also es kann man tatsächlich einige Bandbrillen mit Korrektur machen. Nicht diese großen Masken, diese Vollmasken, hier diese auch nicht. Das geht alles nicht und selbst diese hier geht im Moment auch nicht mit Stärke. Mit Stärke gehen eigentlich immer nur die, die Einzelgläser haben, so wie hier, und relativ klein sind. Das ist meist eine Kunststoffeinfassung oder eine Metalleinfassung. Da bekomme ich inzwischen Gläser mit Korrektur rein. Das ist aber immer davon abhängig, wie flexibel ist der Nasensteg hier oder die Stegbrücke. Hier ist das relativ robust. Da ist das kein Thema. Wenn das so ein Flatteldenk ist, dann ist das schon wieder schwieriger. Wenn wir sowas hier nehmen zum Beispiel, das ist schwieriger. Und zwar warum? Bei einer Bandbrille müssen wir natürlich noch mehr gewährleisten, dass die wirklich genau mittig hier auf dem Nasenrücken sitzt, damit ihr ein vernünftiges Blickfeld habt. Darum mache ich eigentlich Bandbrillen, wenn ich sie mit Korrektur mache, eigentlich nur mit Fernwerten. Weil man einfach vom Sitzverhalten her die auch immer so ein bisschen anders hat. Ich kann die ja wesentlich mehr nach oben schieben, nach unten schieben, als wie bei einer Brille, die fest auf dem Nasenrücken aufliegt. Aber inzwischen habe ich auch ein paar mit Gleitsicht gemacht, mit dem Hinweis, dass man eben gucken muss, dass man sie richtig positioniert. Und dann geht das auch. Also inzwischen solche Sachen möglich. Aber warum das Thema Bandbrille? Ganz einfach. Also wie gesagt, es geht in allen Fällen, ist eigentlich immer das gleiche Thema. Es geht um die Masken hier, die Vollmasken. Wenn wir damit mal anfangen, die gibt es in unheimlich vielen Varianten. So als kleiner Tipp mal, die findet ihr auch im Internet schon sehr viel. Kommen dann ja, direkt aus China, werden angeboten, ich habe mal geguckt, für 9 Euro oder so etwas. Ja, kann man sagen, alles kein Ding. Lass ich mir kommen, schönes Teil, macht Spaß. Ja, von wegen macht Spaß. Das geht schon damit los. Ich habe mal so ein paar Sachen kommen lassen, mal bewusst für mich. Ich nehme mal irgendeine, das ist jetzt ganz egal, was im Moment, wo habe ich sie denn liegen? Da geht es schon los. Da ist sie. Das ist jetzt eine und das ist jetzt eine. Das ist jetzt keine Maske, aber das ist eine einfache Bandbrille aus China, aus dem Netz. Guckt euch mal den Unterschied an. Was flattelt hier, was flattelt da? Das hier ist eine PI-Wear-Maske, eine Vollmaske. Und das hier ist eine No-Name. Es geht hierum, um das Band. Da solltet ihr drauf achten. Als das hier kam, war das schon so flabbelig. Das kann ich auch gar nicht mehr groß spannen, weil das schon eine riesen Kopfform hat. Das kriegt man gar nicht so richtig in Form mehr. Also, ihr solltet grundsätzlich darauf achten, dass die Bandbreite immer passend zur Maske ist. Das heißt, so ganz grob kann man sagen, sollte ihr hier diesen Ansatz habt, egal bei welcher Bandbrille, oh, mein Tisch hier, wie hier auch,
sind übrigens Modelle von PIware, die kann man sehr, sehr gut empfehlen. Ihr seht immer, das Band hat etwa fast die Breite von der Höhe hier an der Seite der Maske. Das ist hier auch, hier seht ihr das genauso, das ist die Höhe der Maske hier. Unten das Kinnteil kann man abnehmen und dann ist das fast genauso breit. Das macht auch Sinn. Und es sollte ein Gummi sein, der eine gute Zuglast hat. Das wird erreicht und hat auch noch einen anderen Grund. Oftmals inzwischen durch solche Silikonstraps. Die sind innen im Band. Das hat den Vorteil, dass der Elastikmechanismus von diesem Gummi noch unterstützt wird. Denn diese Silikonstraps sind auch elastisch. Und gleichzeitig halten die auch auf dem Helm. Die rutschen also nicht so schnell. Denn viele haben das schon erlebt. Bandbrille auf, einmal ein bisschen dumm geguckt zur Seite, putsch, weg. Da hilft dann immer noch wieder oder ist ganz hilfreich, wenn ihr hinten ein, das habe ich hier nicht glücklich heute aufgebaut, aber ich habe keinen größeren Tisch hier. Das hilft euch, wenn ihr hier hinten den Helmhalter habt. Den kann man nachkaufen, den kann man auf die Helme draufsetzen. Einige Helme haben die von Haus aus. Also das ist schon eine ganz sinnvolle Sache. Manchmal sind sie ein bisschen klein. Da muss man das hier so ein bisschen zusammendrücken, aber es passt. Und wenn dann der Helm ab oder wenn dann die Brille abgeht, so in dem Motto, zack, dann hängt sie mindestens hinten und fliegt nicht gleich ganz runter. Also darauf sollte man achten. Und wo sollte man noch drauf achten? Ganz wichtig. Ich hoffe, dass man das mal zeigen kann. Ich habe hier heute eine Konstruktion. Es gibt unterschiedliche Bandbrillen. Und zwar von der Halterung her. Es gibt Bandbrillen, die haben so eine Halterung. So, die ziehen gerade zum Helm hin. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr die aufsetzt und euer Helm ist breiter, dann macht die Brille diesen hier und das Band geht hier zur Seite und geht dann an den Helm ran. Und dadurch erreicht man Folgendes oder erreicht es eigentlich nicht. Die Brille sitzt eigentlich vorm Gesicht. Sie schwebt also hier vorne mehr. Denn sie geht gar nicht richtig rein in den Helm. Wenn ihr das Problem habt, dann macht bitte Folgendes. Ist zwar keine super Lösung, aber wenn die Bandbrille nicht richtig dicht ist, dann tragt ihr die Bandbrille unterm Helm. Das heißt, ihr setzt die auf, zieht die fest und setzt dann den Helm drüber. Dann passen diese Brillen auch gut in den Helm hinein. Das ist natürlich immer eine Fummelei und findet auch nicht jeder toll. Darum solltet ihr darauf achten, wenn ihr euch eine vernünftige Bandbrille kauft, dann ist die so konzipiert. Ich glaube, man sieht das. Und zwar, hier der Halter geht nicht nach hinten weg, hier zu mir, sondern der Halter zieht zur Seite weg, hier hin. Das heißt, jetzt geht die Brille in den Helm rein, so. Und trotzdem ist das Band hier außen am Helm lang. Dadurch geht die Brille relativ tief rein. Sie wird also richtig in den Helm reingezogen. Und damit ist auch gewährleistet, dass die Brille dicht ist. Genauso wichtig ist, wenn ihr euch solch eine Bandbrille zulegt, dann ist es immer wichtig, auch euren Helm dabei zu haben. Warum? Die Bandbrillen haben durchweg schon unterschiedliche Breiten, aber die ein und dieselbe Bandbrille gibt es nicht in unterschiedlichen Breiten. Das heißt, die Bandbrille soll ja auch zu eurem Helm passen. Sie soll da reinpassen oder sie soll davor sitzen und dann auch wirklich hier mit dem Polster im Gesichtsbereich abschließen. Und das ist eine wichtige Sache, denn sonst habt ihr keinen Spaß daran. Dann ist das also nur eine Sache, die fast davor sitzt und dann rumflattert auch und nicht dicht ist. Und dann gibt es inzwischen nochmal wieder Unterschiede bei den Bandbrillen. Da haben sich inzwischen auch mehrere Hersteller drauf eingestellt. Und zwar gibt es Bandbrillen für Brillenträger oder auch Nicht-Brillenträger. Diese hier, die Maske, die ist relativ groß. Da kriege ich sogar meine Brille noch unter. Sitzt nicht ganz komfortabel, aber es würde zur Not gehen. Da muss man immer sehen, wie es aussieht, wie es drückt oder sonstiges. Jetzt lege ich die mal gleich wieder weg, damit ich hier ein bisschen Platz kriege. Denn hier wird es sonst gleich richtig eng. In dem Fall sind oftmals besser solche Bandbrillen. Die haben hier schon einen Einschnitt für den Brillenbügel. Da geht das Polster hier nicht durch, sondern hat hier den Einschnitt. Geht jetzt über meine Brille nicht drüber, weil die viel zu groß ist, aber für kleinere Brillen durchaus geeignet. Also darauf achten,
dass dann ein Bügeleinschnitt da ist. Sehr gut gemacht oder gelöst ist das bei Brillen von PIware. Das habe ich schon weggelegt. Wo haben wir sie? Hier. Die haben durchweg, kann man glaube ich sehen, hier, da. Die haben den Einschnitt für den Bügel. Das ist die normale Variante der Boston. Die geht fast noch über meine Brille sogar rüber, seht ihr? Wenn ich die jetzt mit dem Helm aufsetzen würde, geht das. Und die hat auch noch den Seitenhalter, das heißt, die zieht zur Seite weg und drückt die Brille rein in den Helm. Die gibt es also mit diesem Helmeinschnitt oder mit dem Bügeleinschnitt. Und die gibt es auch in Leder. Das heißt, das war jetzt einmal der Kunststoffrand und das hier ist der Lederrand. Auch die gibt es normalerweise, das hier ist die geschlossene, auch die gibt es mit dem Bügeleinschnitt. Die ist leider im Moment nicht lieferbar. Ich hoffe drauf, dass sie demnächst wieder kommt und dass sie dann also auch wieder hier bei mir erhältlich ist und dass ihr die Brille dann eben auch wieder erwerben könnt. Bei den Bandbrillen ist es so, dass ihr die auch inzwischen mit unterschiedlichen Glasvarianten bekommt. Also entweder ganz getönt, in klar, in farbig, in Selbsttönen gibt es die sogar auch schon und teilweise natürlich auch mit tauschbaren Gläsern. Auch das kann man machen. Das ist manchmal ein bisschen Fummelei. Manchmal braucht man auch ein Werkzeug dafür. Ich kriege jetzt hier eine Fummelei bei meinen ganzen Bandbrillen hier wenigstens. Und da gibt es also auch wieder unterschiedliche Varianten. Das hier ist auch nochmal eine Vollmaske. Auch sehr, sehr gut gemacht. Ebenfalls von PIware. Also da einfach mal nachgucken, die machen sehr, sehr gute Bandbrillen inzwischen. Richtig schöne Teile, wie in diesem Fall auch. Eine richtig große Fläche hier, und zwar die Arizona. Die ist also wirklich bekannt. Unheimlich breites Band. Hat innen drin wieder die Silikonstraps, dass es gut hält. Hat ein richtig großes Blickfeld. Hat den Einschnitt für die Brille. Ist zwar riesengroß, aber ihr seht schon, so. Wenn ich also wirklich eine vernünftige Maske haben will, wo das untergeht, dann passt das. Wir können mal eben gucken, wie das aussieht. Wir machen das einfach mal eben schnell. Gucken wir mal, ob wir das so schnell hinkriegen. Die passen nämlich auch relativ gut in viele Helme rein. Und dann, wie gesagt, wir setzen jetzt mal drüber einfach. So. Ich weiß, die sitzt jetzt nicht richtig, die Murmel, weil sie etwas zu groß ist. Ich habe ja verschiedene Größen hier. Aber da sieht man, was ich meine, wenn der Helm jetzt zu ist. Die fasst hier in den Helm richtig rein und zieht zur Seite und geht dann hier hinten rum und hält. Das ist der große Vorteil, den ich dabei sehe. Und dann ganz wichtig, dieses Gefummel immer mit den ganzen Helmen. Ich lege die mal schnell hier oben hin. Ganz wichtig bei Bandbrillen, ich habe das schon mehrfach gesagt, aber man kann es gar nicht oft genug sagen. Freunde, lasst die bitte nicht auf den Helmen drauf, weil das Gummi mit der Zeit einfach ausleiert. Dann habt ihr nachher so ein Schlabberding da und ihr könnt sie nicht mehr festziehen. Das ist ärgerlich, also insofern, da würde ich Wert drauf legen, dass ihr dann einfach dran denkt, wenn ihr es nicht fahrt und der Helm nicht irgendwo, dann einfach bitte runter damit. Sonst steht ihr ruckzuck irgendwo wieder im Laden und möchtet schon wieder neu haben. Das muss nicht unbedingt sein. Und dann solltet ihr auch darauf achten, dass auch bei kleinen Helmen das ausprobiert wird. Das ist jetzt ein XS, ein sehr kleiner Helm. Das ist hier nochmal von PIware, die Brille, die Boston mit dem Leder. Da die hier in der Mitte eine knickbare Brücke hat, nennen wir das hier vorne, einen offenen Glashalter sozusagen, besteht aus zwei einzelnen Gläsern, lässt die sich auch relativ gut in kleine Helme reinziehen. Das ist sonst auch oftmals ein Problem. Wenn die Brillen zu groß sind und eine durchgehende Scheibe haben, dann gehen sie auch nicht in den Helm direkt rein. Also auch darauf achten. Also damit meine ich dieses hier. Diese zwei einzelnen Gläser, die vorne zu einer Scheibe zusammenkommen. Das ist bei durchgehenden Scheiben, ist das durchweg wesentlich schwieriger. Und dann gibt es natürlich auch die Situation, die großen Bandbrillen geledert im Oldtime-Stil, also Oldschool, gehen auch zur Seite weg. Das ist jetzt eine Nanini, die habe ich auch mehrere von.
Die haben hier innen drin nochmal einen Rand, wo ich Glasstärke einarbeiten kann. Da wird es also nicht in dieses Glas reingegeben, das gibt es gar nicht von der Größe her, sondern kommt in diesen Innenrand. Ist eine ganz komfortable Lösung, ist nicht Nonplusultra, muss man ganz klar sagen, weil die Halter eben nicht so ganz super drin sitzen. Das muss ich immer selber so ein bisschen einstellen auch. Auch mit Gleitsicht relativ schwierig, weil dann müsste man das Glas sozusagen hier richtig fixieren, dass ich das nicht nach links und rechts schieben kann. Das kann ich aber, wenn sich hier oben die Schraube löst. Also mit Einstärken durchaus machbar, ansonsten eine ganz schwierige Schiene. Die haben wir auch da von Nannini, von anderen italienischen Herstellern. Inzwischen muss ich aber ganz ehrlich sagen, werde ich mich von den italienischen Herstellern wohl wieder verabschieden, denn da gibt es doch erhebliche Probleme mit den Lieferungen. Die wollen ganz einfach uns als Händler kaum mehr beliefern. Die machen lieber einen B2B-Shop, wo ihr direkt selber bestellt und das Ding nicht probieren könnt und so weiter. Finde ich nicht so ganz kundenfreundlich, aber das müssen die entscheiden. Also ich werde mich wahrscheinlich von denen trennen und dann lieber noch andere Firmen aufnehmen. Das ist in England genauso. England hat sehr schöne Bandbrillen, aber man kriegt sie im Moment kaum, weil durch den Brexit es da doch erhebliche Probleme gibt. So, was haben wir noch? Ganz, ganz wichtig. Ich bin nur noch 14 Tage hier. Ab dem 17. haben wir 14 Tage Urlaub. Dann geht es ab nach Dänemark. Weg, ab in Urlaub. Ich werde morgen, es war ja die letzten Tage hier wirklich die Hölle los, ich werde morgen noch die ganzen Gläser bestellen, die Freitag und Samstag hier bei mir im Laden waren. Vielen Dank übrigens dafür, ihr habt mich hier so richtig platt gemacht. Ich konnte gar nicht alle Fotos von den Böcken machen, musste einige auch noch vertrösten. Aber nichtsdestotrotz, wir werden alle Brillengläser noch bestellen. Und ich habe mit Charmier und auch den anderen Herstellern schon gesprochen. Wir werden versuchen, dass alle Gläser noch bis zu meinem Urlaub geliefert werden. Ich hoffe, dass das klappt. Es gibt auch immer mal ein Problem, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben jetzt einen Fall gehabt. Da waren wir auf der Suche nach den Gläsern, nur ganz kurz nebenbei. Ihr wisst ja, kurz kann ich nie. Und die Gläser tauchten hier bei mir nicht auf. Dann habe ich gesagt, guckt doch mal in der Sendungsverfolgung. Das hat man dann auch gemacht. Dann rief man mich hier wieder an, Jörg, wir haben die Gläser gefunden. Ich sage, und wo sind sie gelandet? Ja, das können wir noch nicht genau sagen, sie sind auf dem Weg nach China. Tja, peng. Also, die Gläser mussten nochmal gefertigt werden. Das hat dann auch geklappt, gar keine Frage. Aber wenn das jetzt passieren sollte in den 14 Tagen, dann haben wir ein Problem. So, was haben wir noch fertig gemacht? Ich habe gestern noch so nebenbei und heute Morgen die letzten Reste zusammengesetzt. Darius aus Wolfsburg, ich kann dir schon sagen, deine Brille geht morgen auch in die Post. Ich zeige sie mal eben ganz kurz. Du hast dir die Boss ausgesucht, wie viele andere. Die passt mir auch immer gut, deswegen kann ich die gut zeigen. In dem Fall mit Selbsttönt, also Transition 8, in Gleitsicht. Die ist fertig. Was haben wir noch fertig gemacht? Oder was habe ich noch fertig gemacht? Auch diese hier. Dennis aus Wilhelmshaven. Er hat mir seine eigene HD reingebracht und hat gesagt, ich habe die Faxendicke. Ich habe da immer ein dunkles Glas drin gehabt, das nervt. Ich möchte jetzt das Lightning Yellow haben. Das heißt hier, deine HD ist auch fertig. Das ist Lightning Yellow in Plan. Plan heißt also ohne Korrektur, um einfach jetzt ein kontraststeigerndes Glas drin zu haben und um das Sonnenlicht dann eben zu genießen und die Brille dann dunkel werden zu lassen. Richtig Smoke, 85% grau. Aber auch so nach draußen gesehen sieht das toll aus. Die Sonne scheint noch mehr, obwohl sie hier schon scheint. Deine Brille ist also auch fertig, Dennis. Was haben wir noch fertig gemacht? Harald aus Oldenburg, du hast dich auch für eine HD entschieden. Für welche hast du dich denn entschieden? Für die Cox. Und er kriegt ebenfalls Gleitsichtgläser. Also, wenn du es sehen solltest, du kannst morgen oder ab Dienstag reinkommen. Da haben wir die Gläser im Smoke 85% drin. Also auch fertig. Und jetzt noch zum Spezialthema. Wir haben natürlich auch immer öfter die Anfragen, sag mal, kannst du auch Bikerbrillen machen mit höherer Korrektur? Denn es steht überall bei den Wiley, steht immer dran, bis minus 6 und dann ist Schluss. Manchmal können wir ein bisschen mehr, das kommt immer drauf an. Aber so im Grundsatz ist eigentlich schon bei minus 6 Schluss. Aber dann gibt es erfreulicherweise Bikerbrillen, die relativ gut sind in meinen Augen. Das sind die Leader aus den USA. Hier haben wir eine schöne kleine mit Polster. Das ist sogar rausnehmbar. Ist für einen kleinen Kopf, aber geht bei mir auch noch.
Dirk, ich zeige dir deine Brille. Ich mache die gleich in die Post. Deine andere Brille ist übrigens auch fertig. Dirk hat sich gleich für zwei Brillen entschieden. Also liebe Grüße nach Duisburg. Geht natürlich in die Post. Und hier, wenn ich die jetzt aussetze, verdammte Kiste, Dirk. Ich sehe gar nichts mehr. Also absolut nicht. Was da, liebe Altfee? Warum nicht? Das kann ich euch sagen. Warte, nee, ich muss raufgucken, sonst kann ich das nicht sagen. Hier sind Gläser reingekommen mit -7 und Zylinder von 4,0. Das ist ja so ein richtiger Hammer. Weiß nicht, ob man das zeigen kann. Da seht ihr, was ich meine. Wie die Gläser sich hier verziehen und verwerfen. Das ist also nicht witzig. Das ist schon richtig heftig, aber wir haben es geschafft. Dirk kriegt also eine richtig schöne Bikerbrille. Genauso aber auch Jens aus Nettetal. Jens hat das gleiche Problem. Die Jungs waren auch noch beide am gleichen Tag da. Der eine war raus, der andere kam rein. Ich gucke auf die Werte nachher. Ich denke, das kann ja wohl nicht angehen. Und Jens, -7,75 mit einem Zylinder von 4,5. Also, Freunde, ihr seid wirklich nicht zu beneiden. Ihr wisst, wie ich das meine. Nicht böse, sondern wirklich, ja. Aber ihr kriegt trotzdem eine Bikerbrille. Hier auch die Lieder. Die Brille liegt unheimlich eng an. Kommt also ohne Polster aus und zieht fast gar nicht durch. Warum können wir diese jetzt mit -7 machen und diese auch mit -7 und 4,5 Zylinder? Und diese hier von Wiley nicht. Das hängt mit der Kurve zusammen. Hier haben wir bei Wiley oder bei den HD überall eine Kurve von 8. Das heißt, das Glas hat die Kurve 8. Und dann ist irgendwann Schluss. Hier haben wir eine Brille mit einer Kurve 8 oder 7. Aber ganz genau ist es die Brille selber auch eine Kurve 8. Aber die Brille hat einen Einsatz hier drin nochmal. Und wenn ihr das genau seht, dadurch springt das Glas nach vorne, hier. Und dieses Ausgleichen hier vorne wieder macht aus einer Kurve 8 hier in der Fassung hier oben eine Kurve 6 oder 5. Und dadurch können wir da ein ganz normales Brillenglas arbeiten, gerade in hohen Werten. Das haut relativ gut hin. Bei einigen müssen wir leider aufpassen. Das Höchste, was ich bisher gemacht habe, war -14. Also es geht sehr, sehr viel, aber man muss schon gucken, wie das insgesamt dann in der einzelnen Situation zusammenhängt. Und man muss als Biker dann auch ein paar Kompromisse eingehen. Aber das wissen diejenigen schon, die solche Werte haben. So, das war's. Ich werde mich jetzt noch zurückziehen in die Werkstatt. Vielen Dank, Muckelchen, dass ich heute den Sonntag hier wieder in der Firma verbringen darf. Aber es ist einfach hier zu viel liegen geblieben. Also wenn man jetzt hier um die Ecke gucken könnte, was hier im Laden liegt und was hinten in der Werkstatt liegt, was hier Samstag noch wieder los war, ja, unvorstellbar. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, ihr kriegt alle eure Brillen noch bis zu meinem Urlaub. Aber davor werden wir uns garantiert noch mal sehen. Also ein, wenn nicht sogar zwei Videos wird es noch geben. Nächstes Video, kann ich schon sagen, wird es noch einmal um Transition gehen. Weil da kommen so viele Fragen auf mich zu. Da soll es auch mal Erklärungen geben. Unterschied von den einzelnen, ich sage jetzt mal bewusst selbsttönenden Gläsern, die da angeboten werden. Auch teilweise von vielen Händlern, die das fertig in ihren Brillen drin haben. Und dann fragt man mich immer, wie kommt denn so ein Preisunterschied zustande? Und der Preisunterschied muss ja irgendwo herkommen. Ja, der kommt auch irgendwo her und das werde ich euch im nächsten Video erklären. Also, das war's. Ich wünsche euch eine schöne Tour. Genießt es. Ich glaube, ihr guckt das Video sowieso erst heute Abend. Und ihr habt eine schöne Tour gehabt und ein schönes Wochenende. Wir werden heute Abend nochmal den Grill anschmeißen, wenn ich nach Hause komme. Und dann schauen wir mal, was das Wochenende gebracht hat. Und ich hoffe, dass ich die ganzen Brillen hier eingeben kann und fertig machen kann. In diesem Sinne, ciao, sagt der Jörg von Shopper Brillen. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und einen schönen Sonntag. Bis dann, ciao.